könnt euch jetzt töten. Sie! Ein... Wie kindisch kann man sein? Da ist nichts. Was tust du denn da? Was glaubst du? Ich entferne es. Tu's nicht! Wir werden verflucht! Oh, wir werden verflucht! Ich hab richtig Angst. Oh ja, stimmt. Wir haben ja noch eine. Die Peitsche, die wir letzte Aufnahmesession bekommen haben. Berserker-Giftpfeile, würde ich sagen. Abrücken! Hier ist es nicht sicher! Patrouille unbemerkt folgen. So, wenn ich jetzt runterfalle, habe ich verkackt. Kommen jetzt alle noch hinterher. Ja. Sowas ist militärische Disziplin. Komm, was soll ich machen? Sagt es mir. Was willst du? Hm? Dio Santo! Mehr Voodoo! Was? Ich habe unendlich Schnellgiftpfeile. Das ist doch mal cool. Deserteur, komm zurück! Du kommst mir vor Standgericht! Weiter geht's, Männer! Und diesmal haltet die Augen auf und die Sinne beisammen! Möge der Herr über uns wachen. Jetzt wird er schon so langsam abergläubig. Wie schön. Nein. Ich möchte da hin. Da ist noch was. Weil ich liebe ja so Spiele. Wo man andere einfach so aus der Hinterhand halt irgendwie erdrosseln. Oder vergiften kann oder sowas. Das ist genau das Richtige für mich. Naja, vielleicht habe ich damals auch gerne Rennspiele gespielt. Oder damals. Ah, das war Lego Racers. Das war mein erstes. War das mein erstes? Ich glaube, es war mein erstes Spiel für den PC. Oh, ich liebte es einfach nur. Also die Seiten sammle ich jetzt nicht auch noch ein. Aber ich würde gerne wissen, was das da hinten ist. Egal. Ich liebe es halt einfach nur, von hinten zu starten. Verprügel. Oh, das bedeutet... Oh.
Assassinen zu halten. Wie schön. Ich liebe es halt einfach nur von hinten zu starten, sozusagen. Und die alle nacheinander, gab es so spezielle Power-Ups, die alle nacheinander einfach nur die ganze Zeit hier mit diesen Power-Ups abzuschießen. Das hat so Spaß gemacht. Ich wollte noch nicht mal gewinnen, ich wollte einfach nur so viele wie möglich abschießen. Das war so genial und hat mir riesen Spaß gemacht. Bonjour, Schmuggler. Aveline! Lange nicht mehr gesehen. Zu lange. Hör zu, gab es in letzter Zeit ungewöhnliche Aktivitäten im Bayou? Außer den unseren, meinst du? In der Gegend tummeln sich viele Männer in spanischen Uniformen. Wobei ich sowohl ihre Männlichkeit als auch Zugehörigkeit anzweifeln würde. Sie wurden bestochen von einem Mann namens Vasquez. Er arbeitet für... Vasquez? Sacre bleu, ich kenne diesen Namen. Ich habe Soldaten belauscht. Er will morgen ein Versorgungsschiff umleiten. Wenn wir es nicht zuerst tun. Ich mag, wie du denkst. Habe ich es nicht gesagt, Elise? Ich liebe, wie sie denkt. Auch mir steht der Sinn nach einer Umleitung. Darf ich vielleicht einen Vorschlag machen? Der Leuchtturm am Lake Pontchartrain. Wenn du ihn manipulierst, dann erreicht das Schiff vielleicht nie seinen Hafen. Russion, ich mag, wie du denkst. Habe ich es nicht gesagt, Elise? Ich liebe, wie er denkt. Okay. Ein Versorgungsschiff umleiten. Machen wir doch gerne. Oh Scheiße, da sind Leute. Ja. Da ist auch einer. So. Ich glaube. Oh. Oh mein Gott. Ich glaube. Den kann ich kein Gift verpassen. Und was machen die da? Die sind da vorne. So, wo kommt dann ein Leuchtturm an? Ich muss über die Burg. Oder etwa nicht? Doch, sieht so aus. Wie wär's, meinem letzten Berserker-Giftpfeil auf ihn. Ne, schade. Also. Nein, das war zu langsam. Ja. Irgendwelche Ablenkung brauchen wir. Ich hoffe, diesmal wirken die richtig. Ja. Perfekt. Ach so, ich darf niemanden töten. Ja, das habe ich jetzt nicht gewusst. Naja. Wer weiß ja schon alles.
gibt bestimmt Leute, die spielen das auf 100% mit voller Synchronisation durch. Ich bin keiner davon. Muss ich ganz ehrlich sagen. Früher habe ich das mal wieder früher habe ich das gerne mal gemacht, aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich sehr wenig Spieler hatte und einfach nur diese bestimmten LS nein. Wieso habe ich eigentlich... Ach komm, nehmen wir mal die Machete. Und... Okay, so kann man das auch machen. Ohne irgendwie Aufsehen zu erregen. Natürlich. Ich würde sagen, man müsste diesen Schalter drücken. Geht doch. Schade. Die niemanden töten Sequenz habe ich leider nicht geschafft. Bist du wieder betrunken? Warst du froh? So, nächste Erinnerung. Avelin, es ist vollbracht! Das Schiff steckt im Schlamm fest! Jetzt bekommt ihr eure Beute. Und ich mache Vasquez einen Kopf kürzer. Und dann wird gefeiert! Avelin, ich sammle meine Männer. Wir treffen uns am Schiff. Und das Plündern kann beginnen! Okay. Sie haben... Also... Typ hat einen kleinen bisschen... Eine kleine Schraube locker. Oder ist einfach nur betrunken. So. Aha. Was kann man denn hier machen? Ach so, ja. Ist eine Schneiderei, habe ich jetzt zu spät gesehen. Kann ich denn jetzt... Gegenstand ausgerüstet. Gegenstand im Besitz. Wieso habe ich den nicht auf? Keine Ahnung. Ich spring von einem Thema zum nächsten. Das geht gar nicht. Ja. Passiert eben. Oh. Tagebuchseite. Wie schön. So, den Aussichtsturm mache ich jetzt mal nicht. Ich möchte nämlich gerne auch in der Story etwas vorankommen. Und mal gucken, was es so gibt. Und ich muss sagen, ich weiß nicht mehr genau, so ziemlich genau, um was es geht, weil ich das so wenig gespielt habe.